Herzlich willkommen im Jahr 2024. Dein Jahr. Und weißt du, warum das dein Jahr ist? Weil du bereit bist, etwas zu tun, damit du 2024 auch wirklich zu deinem Jahr machst. Ich hoffe, du hast Silvester richtig cool verbracht und du bist nicht zu betrunken in das neue Jahr rübergeschlittert. Wenn ja, macht's nichts, ist eh nur einmal im Jahr, ja. Aber ich hoffe, dass du mir heute ein bisschen folgen kannst, weil heute starten wir mit einem ganz, ganz wichtigen Thema. Und zwar mit dem Thema Ziele, ja oder nein. Und das ist ja wichtig, weil du kennst es ja, zu Neujahr haben ganz viele Menschen immer gewisse Vorsätze, was sie verändern wollen. Rauchen aufhören, ein bisschen abnehmen, ein bisschen zunehmen, ein bisschen mehr Erfolg in dem Leben haben oder ein bisschen liebevoller zum Partner oder zur Partnerin zu sein oder was auch immer. Und ist es gut, wenn man Ziele hat? Es gibt ja immer zwei Ansichten. Die einen Trainer sagen, Ziele sind ganz, ganz wichtig, weil man muss ja wissen, wo man sich hinbewegt. Stimmt. Die anderen Trainer sagen, Ziele sind nicht gut, weil wenn Menschen oft versucht haben, Ziele zu erreichen und es funktioniert nicht, ist das immer eine Enttäuschung und dieser Mensch fühlt sich nicht gut und wird immer frustrierter. Stimmt auch. Das heißt, was ist richtig? Und ich möchte das Ganze gar nicht so aus Hypothese irgendwie jetzt darlegen, was du richtig ist von beiden, ja, sondern ich möchte mich wirklich mit unseren Funktionen im Gehirn auseinandersetzen und da muss ich dir sagen, Ziele sind enorm wichtig. Enorm wichtig. Aus mehrerer Hinsicht. Erstens einmal, gib dein Ziel deinen Fokus vor. Wo bewegst du dich jeden Tag hin? Du weißt es selbst, wenn du in Wirklichkeit irgendwo hinfahren möchtest und du hast kein Ziel, fährst du halt irgendwie durch die Welt. Kann schädlich sein, aber irgendwann möchte man ja irgendwie ankommen. Punkt 1. Punkt 2, aber der noch wichtiger Bereich bezüglich Ziele, ist im Endeffekt die Lebendigkeit, die du in dieser Art und Weise der Zielerreichung oder des Weges des Zieles verspüren wirst. Wir Menschen brauchen diese Lebendigkeit, diese Leidenschaft, diese Hingabe, diese Nervosität, diese Angeregtheit, diese Erregtheit, was ein Ziel mit sich bringen kann. Schau, unser Gehirn liebt es, Herausforderungen zu meistern. Grundsätzlich ist es träge, mag nicht viel tun, aber wenn du dich selbst mental motivierst, dass du Ziele angehst und diese erreichst, dann hast du eine wahnsinnig coole Hormonausschüttung, dein Adrenalin geht nach oben, du fühlst dich richtig cool, du fühlst dich richtig glücklich und dir geht's richtig gut. Und das müssen gar nicht große Ziele sein. Aber jetzt kommen wir zurück zur Lebendigkeit. Unser Gehirn braucht die Lebendigkeit. Schon allein dadurch, weil unser Gehirn ständig neue Nervenzellen bilden muss. Neue Erfahrungen, neue Nervenzellen, Lebendigkeit. Und wenn du nicht proaktiv durch Ziele für diese Lebendigkeit sorgst, neigt unser Gehirn dazu, dass es dir immer wieder Probleme in dein Mind reinhaut. Was meine ich damit? Wenn du ein Leben hast, das was immer ziemlich gleich ist, du keine neuen Erfahrungen hast, du nicht irgendwie proaktiv auf Ziele dich hinbewegst, irgendwie proaktiv diesen inneren Wachstum hast, den unser Gehirn braucht, damit neue Neuronenzellen aktiviert werden. Was für eine Chance hat dein Gehirn, dass es endlich wieder wachsen kann? Dass du als Mensch wieder wachsen kannst? Durch Probleme. Und durch Probleme wirst du gezwungen, dass du wächst. Durch Ziele kannst du proaktiv dieses Wachstum bewirken. Jetzt ist die Frage, was möchtest du lieber? Möchtest du lieber keine Ziele haben und von deinem wunderbaren Wachstum in Form von Problemen profitieren? Glaube ich nicht. Oder möchtest du in Wirklichkeit Ziele haben, wo du dich hinbewegst, wo du ein bisschen was tun musst, wo du ein bisschen dein Hintern bewegen musst, dass du dieses innere Wachstum hast? Ich glaube, wir nehmen Punkt 2. Inneres Wachstum durch Ziele. Und ich bitte dich heute, am ersten Tag des Jahres, dass du dir 3 Ziele definierst. 3 Ziele in den verschiedenen Lebensbereichen. Im Bereich deiner Finanzen, deines Jobs, im Bereich deiner Beziehung und im Bereich deiner Gesundheit, deines Körpers. Und warum 3 Ziele? Die Hoffnungspsychologie besagt, ja, dass Hoffnung dann
wirklich gegeben ist und in Wirklichkeit für einen Menschen als inneren Antrieb gesehen werden kann, wenn dieser Mensch lebendige Ziele hat. Ziele hat, die ihn mit Glück, mit Motivation, mit intrinsischem Antrieb erfüllen. Und warum drei Ziele? Wenn zum Beispiel ein Ziel wegbricht, bist du dennoch noch bei den anderen zwei Zielen auf deinem Weg. Oder sogar wenn zwei Ziele wegbrechen, ja, weil irgendwie außen etwas passiert, keine Ahnung, die Wirtschaft ganz schlecht ist oder in Wirklichkeit du körperlich nicht irgendwas machen kannst oder zum Beispiel in deiner Beziehung irgendwie etwas ist und es nicht so gut funktioniert, hast du dennoch noch andere Ziele, die dich diese Lebendigkeit fühlen lassen. Und weißt du, was das Coole dabei ist? Dass wenn du nur ein Ziel hast, woran du absolut aktiv arbeitest, dass du dann die Kraft hast, die anderen Lebensbereiche, die beispielsweise weggebrochen sind, auch wieder zu beheben und auch hier wieder erfolgreich zu sein in deiner Beziehung, in deinem gesundheitlichen Aspekt oder auch in deinem Job. Das heißt, ich bitte dich heute, setz dir drei Ziele. Schreib sie auf, was möchtest du erreichen bis zum Jahr 2024, Ende 2024. Stell dir vor, es ist der 31.12.2024. Was hast du erreicht? Im Bereich deiner Beziehungen, im Bereich deiner Gesundheit, deines Körpers und im Bereich deines Jobs, deiner Finanzen. Und definiere die Ziele wirklich als Ziel. Das bedeutet, bis wann? 31.12. Ja, was will ich erreichen und wie will ich mich fühlen? Das heißt, definiere heute für dich drei Ziele. Und morgen geht's weiter beim nächsten Video, was wir mit diesem Ziel machen. Noch einmal Reminder. Du kannst ohne Ziele leben. Das geht. Dann wirst du nicht so enttäuscht sein. Aber es gibt halt was in unserem Gehirn, das die Lebendigkeit braucht, dieses innere Wachstum braucht. Und wenn du nicht proaktiv auf Ziele hinarbeitest, Punkt 1, wird in Wirklichkeit dein Gehirn dir viele, viele Probleme präsentieren. Und wenn du viele Probleme hast in deinem Leben, weißt du warum. Klar, ich weiß, dass man immer glaubt, da draußen sind das alles die Probleme und mit denen muss ich umgehen. Aber das stimmt ja nicht ganz. Weil jeder Mensch geht anders mit einem Problem um. Du kennst sicher einen Freund, eine Freundin, die, wenn sie ein Problem hat, einfach da drüber hupft, einfach das Problem schnell löst oder ignoriert. Du kennst aber vielleicht auch einen Freund, eine Freundin, die oder der zerbricht an diesem Problem. Und das meine ich, dass du im Endeffekt problemorientiert in dir drinnen denkst, wenn du keine Lebendigkeit hast. Es geht immer um die Persönlichkeitsstruktur, über die werden wir uns noch ein bisschen unterhalten. Aber jetzt kommen wir zurück. Ja? Das heißt, setz dir drei Ziele bezüglich Lebendigkeit, bezüglich deinen Fokus, wo du dich hinbewegst und damit du dieses starke innere Wachstum hast. Wir sehen uns morgen.